Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und wir befinden uns immer noch im Dämonenkern. Und wir werden es durchkämpfen müssen, das letzte Gebiet des Turms. Und ja, die Gegner hier sind auch nicht so besonders gefährlich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht verwirren. Aber wegschleudern. Ah, ich bin nicht mehr verwirrt. Stirb doch einfach. Genau, danke. Aber jetzt getroffen werden wir die eigentlich nicht. Aber geheilt werden ist immer gut. Und ja, mir gefällt die Musik vom Dämonenkern ziemlich. Aber mir gefällt es aber nicht, von hier gegen die Wand geschlagen zu werden. Wenn man so ein starkes Geheim baut. Aber zwei rote Gegner dafür. Wieder ein schwaches Heilkraut. Zumindest habe ich die ziemlich aufgepumpt, auf mal bessere Heilkräuter. Ihr wollt Ärger? Ja, wollt ihr definitiv. Und wir haben die Box frei gemacht. So. Leim bekommen. Es gibt übrigens drei verschiedene Musikstücke für den Kern. Weil ich jetzt noch mal was dazu, weil das habe ich ja noch gleich gesagt. Bevor ich hier weitergehe, hole ich mir aber erst einmal die Truhe. Ich hätte gerade was Schwereres als mein Dash. Habe ich leider nur das hier. Und ich habe Schleime. Die nicht der Rede wert sind. So. Und wir haben den Obsidian-Schlüssel gefunden. Sehr gut, den werden wir nämlich da weiter oben brauchen. Aua. So geht man nicht mit einer Dame um. So. Ein bisschen Jump-Action. Und noch eine Tür. Silberkleid, also Silberrüstung eigentlich. Ein weißes Kleid aus Kleria Faden gewoben. Gesegnet von den Göttinnen. Jupp, das ist die stärkste Rüstung, die wir haben können.
würde gerne mal wissen, wie die aussieht. Also, wenn sie sie wirklich tragen würde, weil man sieht ja an Judikas, Judikas Figur nichts von den Rüstungen, die sie tragen. Judika sieht ja immer gleich aus. Trägt immer ihren Rock. Und das Kopftuch. Wow. Ja, haben wir noch mehr von dieser Sorte hier? Die auch alle wieder loswerden müssen, weil sie rot sind. Genau. Und der letzte ist weg. Heilkraft bräuchten wir jetzt nicht unbedingt, weil wir hier die Statue zu heilen haben. Erstmal wieder speichern. Und Blessings. Rüstung verstärken natürlich. Und dann. Fußbekommen, das ist immer gut. Und was machen wir noch? Hält Status runter. Und sonst nichts erstmal. Denn jetzt geht es. Soweit ich mich mal erinnere, genau, hier ist eine kleine Arena. Sieht man schon, was zum der Turm, was passiert. Zwischensequenz. Da ist der Solomon-Schrein. Und da sind diese schwarzen Dinger wieder. Schwankt aber gut, der Schrein. Oh, er wird nach unten gezogen. Der Turm ist eine riesengroße Kanone, die den Schrein nach unten zieht. Oder so ähnlich. Was passiert da? Dallas hat sein Ritual gestartet. Begonnen, bis er sagt, oh Epona, du? Lange nicht mehr gesehen, Judika. Ich bin wirklich überrascht, dass du es so weit geschafft hast. Du musst wirklich sehr viel besser geworden sein mit der Axt, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich ignoriere diesen Kommentar, wenn du mir über dieses Ritual sagst. Ich weiß selber nicht wirklich was darüber. Oder besser gesagt, ich habe alles gehört darüber, aber ich habe kein Wort verstanden.
das Ergebnis ist einfach, wenn es vorbei ist, wird euer fliegender Schrein in die Erde krachen. Solomon schreit und fällt? Aber warum? Keiner, frag nicht mich. Dennis hat gesagt, so kann er die dämonische Essenz vervollständigen oder sowas in der Richtung. Und dann wird das Zeitalter der Darklings beginnen. Das ist der einzige Punkt, den ich verstanden habe. Und natürlich klingt es sehr gut für mich. Ich werde das nicht geschehen lassen. Du hast wirklich keine Möglichkeiten mehr. Du bist zu spät. Wir haben die andere Göttin gefangen. Lady Rhea? Heißt das, ihr habt die schwarze Perle? Schwarze Perle? Ich denke, du kannst es das nennen. Es ist verdammt nochmal viel größer als jede Perle, die ich bis jetzt gesehen habe. Aber ja, wir haben sie. Dallas hat sie von der Göttin genommen, um das Ritual zu vervollständigen. Nein. Aha. Ich denke, ihr Leute habt verloren. So schade. So, was sagst du? Bist du in der Stimmung, unseren Fight zu beenden? Ich denke, du bist sehr sauer auf mich. Willst du etwas Gutes tun? Und ich werde mich dieses Mal nicht zurückhalten. Sei bereit. Oh, ich bin bereit. Bist du's? Ich werde verdammt sein, wenn du mich hier jetzt stoppst. Und ja, das lassen wir auch nicht zu. Denn sie ist nicht wirklich besser geworden. Ihre Tricks sind nicht wirklich besser geworden. Wir müssen nur aufpassen. Und jetzt, da wir den König haben, können wir ja auch viel besser Schaden machen. Wir müssen das aufpassen, wenn sie wenn sie das dann macht. Wenn sie versucht, uns mit ihrem Zipfel aufzuspießen. Aua. Der Kampf kann nur etwas langwierig werden, weil sie immer so schnell ihr Schild macht. Aua. Und jetzt wird es wirklich mies. Jetzt hat sie sich nämlich aufgeteilt. So, jetzt können wir die Fußblase nutzen. Sie macht jetzt weniger Schaden. Und wir müssen uns halt konzentrieren darauf, was wir jetzt treffen. Von sowas niedergemacht werden. In dem Modus ist sie wirklich verdammt schwer. Ich
Aber wir machen ja auch mehr Schaden, weil sie alle 30 hier unten. Das heißt, egal welche wir treffen von den drei. Und ja, wenn wir unseren Boost machen, dann bleibt sie einfach draußen. Also so ein Burst. Ja. Und wir haben gewonnen. Ja. Verdammt, ich kann nicht glauben, wie stark du geworden bist. Ich denke, ich hätte mehr trainieren sollen, bevor ich mich dich konfrontiere. Ich muss mich beeilen. Warte auf mich, Lydia. Ich werde dich befreien. Irgendwie. So. Was ist das? Ein magisches Artefakt? Kann vielleicht nützlich sein. Tut mir leid, aber ich nehme das mit mir. Wir haben die Route gefunden. Für was die ist? Also erstmal sieht Pona ohnmächtig. Sie ist nicht tot. Holt sie dann erst aus bei denen. Aber für was die Route ist, sehen wir leider erst im nächsten Part, weil ich jetzt hier wieder speichern werde. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann.